Der Feeversicherungskreis war Gemeinde. Aber es hat auch Orte gegeben, wo es nur kleine Gemeinden sie sind, dass zwei zusammen einen Versicherungskreis haben. Am Veterinäramt unterstellt war. Da ist der Präsident, der Kassier, der Aktuar. Anfänglich musste man dreimal im Jahr schätzen, bis man dann gesagt hat, das bringt es nicht. Und dann ist man schließlich und endlich ist man dann nur noch einmal gegangen. Es ist, wie muss man sagen, besser geschaut worden als früher. Es ist besser gefüttert worden. Früher hat es dann eben einmal Viecher gehabt, die in einem grauenhaften Zustand, zum Beispiel am Hähmüli Weber unten. Die armen Kälber haben halt einmal zu wenig zu fressen gehabt, oder? Weil Röger in einer Leige war, hat er nicht mehr kommen mit Futtern und Gras holen und Wasser tragen und weiss was alles zusammen. Alle drei miteinander müssen gehen. Kassier, Aktuar und der Präsident. Wir haben alle miteinander. Hast das Buch gehabt, danach hast du die Kuh, entweder die Nummern oder den Namen. Und dahinter auch den Preis. Und das ist alles, was mehr als drei Monate alt war, hat man müssen schätzen. Man hat das Tier so geschätzt, wie es da steht, oder man hat es können schätzen nach Leistung, nach ausgewiesener Abstammung und Leistung. Also wenn jetzt ein guter Zuchtbetrieb, wo gesagt hat, meine Kühe sind mehr wert wieder das, was ihr da schätzt, dann hat man dort höher können gehen mit der Schatzung. Zeitlang haben wir fast 400 Stück gehabt. Und da war ich Wochen unterwegs, einmal Fee schätzen. Den Stundenlohn hat man gehabt, hat es dann auch gleich etwas gegeben. Aber man hat damals schon gewusst, wo dass man jemanden mal hinschauen muss und wie es aussieht und wo nicht. Es ist halt schon manchmal, ja, wenn es dumm geht, geht es dumm. Wir haben in Spenninger oben, hat es mal zwei geputzt, die haben wahrscheinlich gestritten miteinander. Ist eine mit dem Horn an der anderen in den Halsriemen reingekommen. Und dann sind sie dort, wo das Töbeli ist, wo es dort eine Brunbeere hat. Irgendwie sind die dort ein Loch ab und die hat das Bett, hat es putzt, hat es gehängt. Der Halsriemen ist nicht kaputt gegangen und das Horn ist auch nicht abgefallen. Dann musst du halt solche Sachen anschauen und musst es in die Ordnung bringen, oder? Früher hat es ja den Ovalstempel und den Dreieckstempel. Der Dreieckstempel war bedingt bankwürdig, oder? Wo man einmal Fallfleisch holen musste, wenn das Tier gestorben ist, wo man noch können brauchen konnte, also wo man noch blutet hat. Unter den Versicherungsnehmer hat man das aufteilt, je nachdem, wie viel Versicherungssumme das einer hatte, hat er Fallfleisch nehmen. Und so ist dann das eben gleich verwertet worden, aber das gibt es heute nicht mehr. Es ist nur noch bankwürdig, fertig, Schluss. Es gibt keine bedingt bankwürdig mehr. Schlachthaus hat zu der Feeversicherung gehört. Die Feeversicherung war eigentlich dort beim Lagerhaus eingemietet. Sauber hat man gemetzelt, Notschlachtungen hat man dann dort auch noch gemacht. Dann ist ja das dann eben auch aberkannt worden. Im 95 ist das alles zusammen aufgehoben worden.